So, da sind wir wieder mit dem FC Bayern in gewohnter alter Ausstellung. Also das war gerade... Ja? Sprechen wir nicht mal drüber, das ist... Reden wir nicht drüber. Nö. Wir nehmen es hin, dass wir Pussys sind. Ich weiß ja. Nach dem 2-1, wie viele Minuten hatten wir noch? War so Anfang 80. glaube ich. Ja, 10 Minuten waren es ungefähr. Ja, also... Wäre schon noch was gegangen, meiner Meinung nach. 1-2. Also, sowas muss man sagen, sieht man selten. Also, ich sehe es nicht so oft, dass jemand. Stimmt, so, hatten wir auch. Ja, ja, aber das ist. Ich kann da einfach. Ich habe dafür kein Verständnis. Bei sowas, wie. Hier geht es ja drum. Wir können das auch machen. Wir machen es aber nicht, weil. Wir wollen ja spielen, wir wollen ja den Ball abschirmen. Heute fangen und die ersten Punkte holen. Aber ich würde sagen, und so geht wir versuchen jetzt mal den Ansatz da zu finden, wo wir gestern aufgehört haben. So gehen es die Bayern also heute an. Bei ihnen Douglas Costa. Ja, schon die erste dicke Möglichkeit von Herrn Costa. Nach nur wieder 3 Minuten. Ja, momentan schießen wir uns im ersten Leben wirklich gut an. Ne? Ah, falscher, ne? Du wolltest nicht hin. Ja, genau, richtig. Vollkommen problemlos. James Rodriguez. Jetzt Cristiano Ronaldo. Nee, ey. Nein. Nein. Oh, Mann. Das muss ein Elfmeter sein. Keine Frage. Das ist ein Elfmeter. Aber der Schiedsrichter zeigt ihm keine Karte, Buschi. Strafstoß natürlich. Das war die Entscheidung. Aber wieder so ein Ding. Ja. Was willst du denn? Wieder. Ich hüpfe immer in die falsche Richtung. Ich hüpfe immer in die falsche Richtung. Ja. Wieder nach links. Elfmeter ist... Da kannst du nur verlieren als Schütze. Ich bin nur froh, dass sie ja nach dem letzten Update die ja nochmal entschärft haben, die Elfmeter. Aber trotzdem meiner Meinung nach zu viele Elfmeter für nichts. Oder sagen wir es mal so, Fouls, die, glaube ich, Real niemals gepfiffen haben. Zu einem kontrollierten Aufbauspiel. Und nun Sergio Ramos. Die drehen langsam auf. Und das aus der Distanz. Aber die kann er. Das hat er schon oft gezeigt. Benzema. Jetzt schießt er. Klasse Aktion. Torwart hält den Ball fest. Oh. Schade. Schade, schade, schade. Na? Der will nicht. Du kannst entweder mit X oder mit Viereck einwerfen. Wenn du möchtest. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Abseits. Der ist abseits, es geht oder? Manchmal um der war abseits, ja. Finde ich manchmal richtig schön, dass man wenn man selber Verteidiger spielt und wenn ihr selber schon mal Fußball gespielt habt, Viererkette ja. gespielt habt, wisst ihr ja, Abseits stellen, wie das funktioniert. Sehr gut gemacht. Kann man in FIFA auch machen. Schade, der war verdient gewesen, Matze. Den hättest du dir echt verdient. Ja. Wenn man den Verteidiger, wie gesagt, selber steuert. Was bei FIFA schade ist, dass ab und zu immer mal jemand schläft. Ja, das war abseits. Ja, die schlafen oft. Schlafen echt oft. Ja. Man könnte selber. Man könnte es auch selber teilen mit der Abseitsfalle. Das muss man auch dazu sagen. Ja, aber Abseitsfall ist sehr gefährlich. Der Kiefer, meiner Meinung nach. Nun Arjen Robben. Und Bale. Ja, der war da nicht hingeplant.
Da jetzt hier das beste Beispiel. Ja. Stark von Jerome Boateng. Oh, den hast du schön gut. Gefällt mir. Das hätte ich gepfiffen. Also, das hätten wir, ich wollte es gerade sagen, ja, das hätte ich auch gepfiffen. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser und Szene. Noch mal runter. Ach, schade. Große Klasse. Er steht gut und hat den Ball. Boateng am Ball. Sehr schön. Ah, komm, Frank, du bist schnell. Ach, schade. Zu weit links gezogen mit Stick. Da hast du wegen zu euch mit der Knöpfe rumgefuchtelt. Jetzt muss ich hier Bell durchsetzen. Jawohl. Oh? Ball abgeworfen von Alaba. Gute Aktion. Ja, aber abspielen konnte ich ihn dann nicht mehr, warum auch immer. Keeper war dran, er faustet den Ball weg. Philipp, schieß doch! Klasse Aktion. Der war zu fest. Der war zu fest. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Und nun Ronaldo. Er zieht ab. Sehr optimistisch. Ist gerade wegen Action drin im Spiel. Fällt mir. Ja. Zu ungefährlich bisher der FC Bayern. Das schwierig, so ein Tor zu erzielen. Ribery. Na. Ja, den habe ich wegen. Aber die sind auch. Das habe ich hier wegen provoziert. Die sind auch sehr aggressiv in dem Spiel, muss man dazu sagen. Da könnte man vielleicht in der zweiten Halbzeit noch unseren Vorteil rausziehen. Springen Sie Achtung. Ecke, alles im Aus, es gibt Abstoß. Schade. Nein, Abstoß. Und hier Abstoß. Man erkennt es aber auch manchmal schwer, wer als letztes dran war. Ne? Und momentan trennt uns nur ein Elfmeter. Also, und ein Elfmeter, für den wir nichts können. Das Ei natürlich, ja. Das wir gerade gesehen haben. Also ich zumindest. Ja, ich auch. Ja. Das habe ich gerochen vorhin. Gefährlich. Ah. Passt er super auf und hat den Ball. Oh. Das ist, da fehlt uns aber auch so das Quäntchen Glück da noch. Deutlich mehr Ballbesitz, aber das hat er nicht angeschossen oder was? Zwischenstand. Okay. Bringt nichts. Nee, Fußball geht es immer noch darum, Tore zu schießen. Das sieht alles ganz nett aus, was die Münchner hier machen. Ach komm. Aber vor dem Tor, ganz ruhig bleiben. So schwer. Ja, ich reg mich überhaupt nicht auf. Also. Nun Gareth Bale. Scheiße! Und Thiago. Scheiße! Stimmt, unser Nobby haben wir vergessen. Gareth Bale! Die kann er. Die sind aber auch sehr optimistisch. Aggressiv, optimistisch, die schießen aus Lagen, wo ich jetzt sagen würde, nee, nicht so geil. Schau mal. Klasse gehalten, tolle Aktion. Ja, ich glaube, das wissen sie langsam. Nur wir auch, ja. Ach, schade. Ribery. Naja. Zur Pause am beide. Zweite Halbzeit für uns, würde ich sagen. Zweite Halbzeit sollten wir auf unsere Seite ziehen, ja. Wir haben genau. Es ist genug in der Uhr. Naja. Schön Karfreitag übrigens jetzt, kann man es ja sagen. Ja. Frohe Ostern. Frohe Ostern, es ist Karfreitag. Seit genau, es ist jetzt Karfreitag. Seit ein paar Sekunden. Ich ziehe mir dann gleich mal meine Anstandsschoki rein. Ich habe keine Schokolade da. Eine Schoki. Nee, das, also Nervennahrung muss schon sein. Jetzt könnte es gefährlich werden. Oh ja. Ah, schade. Komm! Ah, yeah.
dann kann er meiner Meinung nach machen, wenn er will. Oder wenn es EA will oder wie auch immer. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Nun Vidal. Nun Arjen Robben. Oh, soll spielen wir hoch. Er kommt an den Ball. Ja, aber gut gedacht. Und nun Alaba. Douglas Costa am Ball. Ja. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Gesehen. Ja. Nur Freistoß. Na, spielen wir nochmal weiter, ne? Lässt die zweite gelbe stecken. Oh, nimm ihn an, nimm ihn an. Genau. Und Feuer. Na. Karim Benzema jetzt. Der Pass geht in Richtung Gareth Bale. Robin. Robin am Ball. Flanke. Gute Thomas Müller. Ja, Kruzifix, das gibt's doch nicht. Ey. Jetzt Danilo. Das war doch schon meine dritte hundertprozentige jetzt eigentlich. Kann das sein? Ich habe nicht mitgezählt, aber du hattest schon ein paar, ja. Rodriguez. Ja. Ich glaube, heute ist wieder das Pech am Finger. Wow. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Da wird er gestört. Ja. Flanke kommt von ja. Kommen Sie die Möglichkeit zum Ausgleich. Es gibt Action. Wir pressen aber gut. Wir pressen gut. Wir sind dran. Wir sind dran. Gut vom Schiedsrichter. Da kommt der Torwart mit einer Faust dran. Oh. Hoppala. Ey. Klasse Tackling. Da kommt er an den Ball. Da kommt er raus und hält den Ball. Ah. Oh. Spiel dieses Spiel nicht mehr auf mich. Wahnsinn. Also, okay. Mit der Eckfahne oder der was? Der Chancentod heute. Ey. Ich muss ja irgendwas machen. Mensch. Oh. Hat er, Philipp. Ja, und ich lege ihm den auch noch an. Super Vorlage, Matze. 1A. Eigentlich haben wir eine Partie, aber so ehrlich können wir sein, aber. Das ist bitter, ne? Vorne machst du die Dinger nicht, hinten legst du den Gegner auf. Ja, steckst du drin, aber ganz ehrlich, Matze, im Vergleich zu gestern, Liga 2, ich will es nicht immer auf die Liga schieben, aber man merkt schon. Das sind andere Kaliber, die man da vor die Nase bekommt. Ja, aber ich sag mal so, wir könnten ja auch schon 3-4 auf dem Konto haben, ne? Er entscheidet auf Freistoß, ja. Und das ist eine gute Position. Ich gebe ihn ab. So, ich hab nicht mehr. Ja, ich Oh, der hat gepasst. Jetzt Danilo. Und James. Und jetzt Philipp Lahm. Douglas Costa. Oh. Ah. Ganz
einfach an den Ball gekommen. Ganz scharf eingespielt. Na. Es kommt aber, ich weiß auch nicht, es kommt niemand hin an den Ball. Da stehen drei Mann in der Mitte. Aber dass mal einer vielleicht mal hinkommt. Das ist ein ganz komisches Spiel gerade, meiner Meinung nach. Es ist. Ja. Alaba. Jetzt Robben am Ball. Jetzt könnte der Pass kommen. Groß. Ach du Liebe. Toni, was los mit dir? Das bin ich von dir besser gewohnt. Ne? Jetzt Danilo. Benzema. Da kommt der Schuss. Und den hält er fest. Gut gemacht. Obola. Oh. Hab ich. Ribéry mit der Flanke. Jawohl! Ja, nein! Ich glaub's doch nicht! Es geht ja doch! Es ist zwar nur der Anschlusstreffer, ich glaube nicht, dass wir das Ding noch drehen oder unentschieden spielen, aber wenigstens hat es nochmal funktioniert. Aber es ist schon mal hier. Die haben gut verteidigt, kann man nichts sagen. Es ist für Matzes Ego, sag mal so. Dieses Glücksgrätschen immer. Weißt du, der hat überhaupt nicht. Der hat viel zu früh gegrätscht. Ich meine, klar, ich lege den Ball zu weit vor, aber trotzdem. Dann wird diese Dummheit noch belohnt, ey. Unglaublich, unglaublich. Man mag es nicht glauben. Naja, dann würde ich mal sagen, Matze, kurz Pipi-Pause. Und Kaffeepause. Kaffee frittiert sich jetzt eine Matze. Nein, Matze frittiert sich einen Kaffee. Ich gehe mal kurz aufs Klo, bin gleich wieder da. Bis und danach backen wir uns zusammen ein Eis. Und dann backen wir uns ein Eis, genau. Bis gleich. Bis gleich, Leute.